Wir stehen hier vor dem Vereinsheim des Musikvereins Lyra, zwischen dem Festplatz und der Rheinberghalle. Dieser Ort hier hat Symbolcharakter. Einmal hätten hier verschiedene Veranstaltungen stattgefunden, die wegen der Pandemie leider ausfallen mussten. Ebenso können und konnten hier keine Musikproben abgehalten werden, in der Halle kein Training, keine Spiele, weder für Handball noch für Kegeln. Es gibt keine Freizeitmöglichkeiten. Hier, wo während der Woche unzählige Kinder und Jugendliche einen Teil ihrer Freizeit verbringen, wo Leben herrscht, jetzt Stille und gähnende Leere, einfach Lockdown. Besonders schlimm für unsere Kinder und Jugendlichen. Das betrifft nicht nur die Vereine, die hier angesiedelt sind, das betrifft alle Vereine unserer Gemeinde. Die meisten Vereine versuchen in dieser Zeit auf vielfältige Weise, in erlaubter Weise Kontakt mit ihren Mitgliedern, besonders zu den Aktiven, zu halten. Die meisten Vereine bzw. deren Verantwortliche sind im Ungewissen, wie und wann das Vereinsleben weitergehen kann. Wann und wie man Aktivitäten durchführen kann. Seien dies Singstunden oder Musikproben, Vorstandssitzungen, Versammlungen und vieles mehr. Der TSV zum Beispiel weiß noch nicht, wann er den Trainingsbetrieb, geschweige denn den Spielbetrieb, wieder aufnehmen kann. Das gleiche gilt für den Kegelsportverein. Ein Kegelverband hat zum Beispiel die laufende Runde schon abgebrochen. Das Damoklesschwert des kompletten Abbruchs und eines eventuellen runden Neubeginns im Spätjahr schwebt über dem Verein. Die Ungewissheit treibt auch den TSV um. Aus wirtschaftlichen Gründen springen vielleicht einzelne Sponsoren der Vereine ab. Dazu kommt, dass man hofft, dass die Aktiven, besonders im Jugendbereich, bei einem Neustart wieder an Bord sind. So sicher ist dies noch nicht. Auch die anderen Vereine hoffen, dass die Aktiven wieder zur Stelle sind. Besonders hofft man natürlich, dass im Kinder- und Jugendbereich wieder alle da sind, wenn es weitergeht. Die Vereine stehen gegenwärtig gewissermaßen in den Stadtlöchern, um sofort die Vereinsaktivitäten hochzufahren, wenn dies von den politisch Verantwortlichen erlaubt wird. Besonders die sporttreibenden Vereine warten sehnsüchtig darauf. Dann ist dies hier auch ein Ort der Hoffnung. Hoffnung, dass die Pandemie überwunden wird, eventuell dadurch, dass sich möglichst viele impfen lassen. Hoffnung darauf, dass ein Probe-, Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, von den kulturellen und den sportlichen Vereinen. Hoffnung, dass man wieder gemeinsam feiern kann, hier auf dem Platz, in der Halle, im Haus oder bei anderen Vereinsheimen, Plätzen und Hallen. Verschiedene Planungen der einzelnen Vereine laufen, jedoch gepaart mit Skepsis oder Pessimismus. Man rechnet meist nicht mit Versammlungen und Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte und ist teilweise auch nicht so optimistisch für den Beginn der zweiten Jahreshälfte. Konzerte zum Beispiel sind nicht geplant. Der Tag der Vereine des Kulturkreises im April steht wohl auch zur Disposition. Ob zum Beispiel der Bayerische Frühschoppen, das große Fischerfest oder Rock and Bikes stattfinden können, darüber zweifelt man noch. Bereitet sich aber vor, falls etwas möglich sein sollte. Denn man kann ja so ein Fest nicht von heute auf morgen vorbereiten, einfach so auf den Boden stampfen. Der Blick geht eher Richtung Kerbe im September. Die Faschingsveranstaltungen fallen dieses Jahr auch aus. Gäsemelker Sarah die Erste bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Die Verantwortlichen für die Kur der Fasernacht haben sich jedoch ein paar Überraschungen ausgedacht, um zumindest darauf hinzuweisen, dass man sich in der sogenannten fünften Jahreszeit befindet. Ein herzliches Dankeschön geht heute auch an alle Vereine, Organisationen und Gruppen, dass es ihnen gelungen ist,
das Vereinsleben auch in Zeiten mit Einschränkungen aufrecht zu erhalten. Hoffen wir mit Ihnen auf mehr Normalität. Ein Dankeschön des Kulturkreises geht an viele Menschen in unserer Gemeinde für ihre Unterstützung, auch für die Unterstützung der einzelnen Vereine, die in diesem Jahr meist anders als gewohnt und der Pandemie mit ihren Auflagen geschuldet gestaltet war. Ein Dankeschön auch an unsere Vereine und deren Vorsitzende für die gute Zusammenarbeit. Wir wünschen seitens des Kulturkreises und der Vereine allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für das Jahr 2021 alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit, mehr Normalität und viele angenehme Momente. Und wir hoffen mit allen, dass wir uns in 2021 gesund bei verschiedenen Veranstaltungen begegnen können. Und vor allem, wir halten zusammen.